Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, und herzlich willkommen zum heutigen Video mit einem kleinen Erfahrungsbericht zur Honda XADV, jetzt so circa nach 3200 Kilometern. Ich fange vielleicht mal an mit der allgemeinen Verarbeitungsqualität, und da muss man sagen, Honda typisch, natürlich alles top. Also da ist, Spaltmaße sind toll, die Kunststoffe sind gut, die gesamte Technik, also Verarbeitung absolut Oberklasse, wie von Honda zu erwarten. Es gibt ein paar kleine Sachen, da gehe ich nachher mal auf einen, die hätte man vielleicht noch besser machen können. Aber alles in allem, top Verarbeitungsqualität, technische Probleme, null, also über 3000 Kilometer, und da war wirklich gar nichts. Kein Knarren, kein Knarzen, kein Klappern, überhaupt nichts, geschweige denn irgendwelche technischen Mängel. Ich bin jetzt in den letzten Monaten so ziemlich alles gefahren, was ich testen wollte, also Langstrecke, alleine, zu zweit, Stadtverkehr, Autobahnen, kleine kurvige Straßen, also war alles mit dabei. Und man muss sagen, der Honda meistert wirklich alles toll. Also der kann Autobahnen super, hat eine gute Endgeschwindigkeit, ist in der Stadt natürlich auch gut zu handeln, hat natürlich ein etwas höheres Gewicht. Es gab irgendwie keine Fahrsituation, wo ich mit dem jetzt nicht zurechtkam. Also er hat alles wunderbar gemacht. Das Fahrwerk ähnelt sehr einem Motorradfahrwerk, also das ist wirklich top, die Straßenlage in Kurven, auf Geraden, auf vielleicht auch Straßen, die nicht ganz so eben sind. Federung ist top, 150 mm vorne und hinten. Das ist wirklich komfortabel, trotzdem aber auch gut zu fahren, je nachdem, wie man sich einstellt. Wir können hinten die Federvorspannung ändern, vorne Zugstufe und die Federvorspannung. Also das ist sogar noch einstellbar, die Telegabel, finde ich super, habe ich auch ein bisschen verändert für mich, von daher absolut klasse. Fahrkomfort ist da. Ich habe jetzt bei mir noch die Sitzbank umgepolstert. Die Originale fand ich für mich jetzt nicht so toll. Ich sitze jetzt ein bisschen höher, bin aber auch relativ groß, von daher passt es. Aber sie ist besser gepolstert. Die andere ursprüngliche Originalsitzbank war relativ fest. Also wenn man dann lange Tour mitmacht, ich habe es zumindest gemerkt. Auf der hier sitze ich jetzt, erste Sahne. Also da ist auch hinten die Lendenwirbelstütze ein bisschen höher. Der Soziusbereich ist ein bisschen mehr ausgepolstert. Also mit der Sitzbank kann ich jetzt auch lange Touren ohne Probleme fahren. Also zum Fahren allgemein kann ich nichts Negatives sagen. Es ist, je nachdem wie man es möchte, an sich fahrbar in jedem Bereich. Man kann cruisen damit, also Füße nach vorne hier, Rain-Modus rein, so fahre ich dann auch oft, und dann einfach ganz entspannt fahren. Oder wenn es halt mal eine schöne kurvige Landstraße ist, in Sportmodus, Füße hier auf diese Fußrasten, und dann kann man mit dem Ding auch wirklich sportlich fahren. Der Sound ist auch nicht schlecht. Also ich finde, der Originalauspuff hat einen schönen, kernigen Sound. Also da bin ich auch zufrieden mit. Die zwei Zylinder, knapp 60 PS, reicht mir völlig aus, um auch mal sportlich zu fahren. Ganz toll fand ich, ist leider nicht von Serie mit dabei, diese Fußrasten hier. Also für jeden, der sich den Honda XADV kaufen möchte, die Adventure-Fußrasten auf jeden Fall meine Empfehlung. Die sind wirklich super. Da hat man noch mal eine Variante, wie man seine Füße positionieren kann. Sitzt ein bisschen sportlicher, hat das Fahrzeug auch ein bisschen besser unter Kontrolle, gerade bei sportlicher Fahrweise. Wenn es dann mal über einen Feldweg geht und man möchte sich hinstellen, also auf welchem Roller kann man sich hinstellen? Klappt bei keinem so richtig. Bei dem hier ist ja auch ein Crossover. Der kann wirklich auch im Stehen gefahren werden. Und das mache ich auch gerade bei Touren ab und zu mal. Wenn dann irgendwie die Straße leer ist, stelle ich mich mal kurz hin, Beine strecken. Oder wenn man halt mal einen Feldweg fährt oder ein wirklich hartes Kopfsteinpflaster, was sehr uneben ist mit Löchern drin, auf die Fußrasten drauf, hinstellen, top. Gerade mit dem breiten Lenker finde ich super. Ich habe jetzt für meine Sitzposition, um die nochmal zu verbessern, mir noch Razor reingemacht. Also mein Lenker ist ein bisschen höher, ein bisschen weiter nach hinten. Grundsätzlich der Lenker aber toll. Dieser breite, ich sag mal, Adventure-Lenker, der ist wirklich fürs Handling extrem gut. Also da muss man auch sagen, auch wieder so ein Punkt für die Fahrweise, Handling durch den Lenker auch nochmal extrem gut. Man hat das Fahrzeug toll unter Kontrolle, gerade beim Kurveneinlenken oder so, für die Sitzposition auch gut. Der Lenker, klasse. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als bei einem Roller. Also wenn man drauf sitzt, ist halt alles frei. Ja, also da ist keine Verkleidung drüber, wie bei den meisten Scootern, sondern das ist halt wie bei einem Motorrad. Aber fürs Handling extrem gut. So, jetzt habe ich schon viele positive Sachen erwähnt. Ich komme mal zu zwei, drei ganz kleinen Sachen, die mich vielleicht stören. Eine Sache vom Handling, das ist mir jetzt heute auch wieder aufgefallen. Und zwar die linke Armatur. Das ist bei Honda, also zumindest bei dem hier so, dass der Hupenschalter oben ist, also in der Mitte der Armatur, und darunter der Blinker. Bei allen anderen Zweirädern, die ich bisher gefahren bin oder die ich jetzt im Augenblick noch fahre, ist oben der Blinker und unten die Hupe. So, was passiert natürlich regelmäßig? Ich bin immer fleißig am Hupen, wenn ich blinken will.
Also das finde ich, ja, ist halt Honda-typisch. Wer lange Honda fährt, wird es gewohnt sein. Für mich war das wirklich eine Umstellung. Ist es auch immer noch. Also ich komme immer wieder an diesen Hupenknopf ran, wenn ich blinken möchte. Oder halt umgekehrt, wenn ich hupen will, fange ich an zu blinken. Das ist für mich jetzt ein bisschen suboptimal. Aber wie gesagt, vielleicht auch eine Gewöhnungssache. Aber da ich ja unterschiedliche Zweiräder fahre, muss ich mich da immer wieder umgewöhnen von der Fingerposition. Also das nervt mich manchmal ein bisschen. Eine kleine Sache, die mich auch stört, ist alles super verarbeitet. Aber dieses Fach hier, dieses, man kann es gar nicht Handschuhfach nennen, weil da passt kein Handschuh rein. Ich kriege da eine Sonnenbrille rein oder ein kleines Smartphone. Aber viel passt hier wirklich nicht rein. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht für einen Schlüssel, den kann man da vielleicht reinpacken. Aber das ist von der Verarbeitung ein bisschen flimsig. Also das ist sehr wackelig, schließt gut, funktioniert, aber hätte ich mir ein bisschen größer gewünscht und irgendwie ein bisschen solider. Also das weiß ich noch von der BMW, da waren ja zwei, da drückst du rauf, dann gehen die gefedert nach unten. Das war da schon ein bisschen schicker irgendwie, besser gemacht. Aber gut, ist vielleicht bei dem jetzt auch nicht so beabsichtigt. Soll ja ein Adventure-Bike sein. Da braucht man vielleicht kein Handschuhfach. Ja, ansonsten vielleicht noch zur Technik. Bremsen genauso super wie das Fahrwerk. Also alles, was Technik angeht, habe ich da nichts zu meckern. Ich fand auch die Scheinwerfer hier vorne sehr gut für die Sichtbarkeit, wenn man jetzt nachts fährt. Die zusätzlichen Nebelscheinwerfer, aber die sind halt, wie gesagt, optional. Man hat eine ganze Menge Möglichkeiten, was man ranbauen kann. Ich habe ja noch die Sturzbügel dran, hinten noch ein Mudguard. Also man kann auch da ein bisschen individualisieren. Aber vom Werk ist an sich schon fast alles drin. Was ich mir noch dazu geholt habe, mache ich ja immer, sind Heizgriffe. Die sind auch sehr praktisch. Und ansonsten würde ich sagen, ja, alles in allem nach den ersten 3000 Kilometern super zufrieden. Tolles Fahrzeug, kann ich also empfehlen. Ist jetzt vielleicht nicht für jeden was. Es ist halt ein Kompromiss zwischen vielen Welten. Also ein Mix zwischen Motorrad und Roller und noch ein bisschen Adventure-Bike mit rein. Aber wer so ein Universal-Bike haben möchte, mit dem man alles machen kann, super. Preis, gut, ist natürlich ein bisschen saftig. Also der kostet nicht wenig, liegt jetzt so bei 13.000 Euro ohne irgendwelche Zubehörsachen. Also preislich günstig ist er nicht. Aber es ist halt ein sehr individuelles Fahrzeug, wo man halt ein bisschen auch Hingucker hat. Also wenn man irgendwo hinfährt, schauen die Leute schon, weil man sieht ihn halt nicht so oft. Ne? Und viele Leute können ihn auch nicht genau einordnen. Ist es jetzt irgendwie ein Motorrad oder ist das doch ein Roller? Also ganz spannend. Spannendes Fahrzeug, macht tierisch Spaß, bin auch sehr zufrieden damit. So, das war es jetzt erstmal zum Thema Honda XRV und meinen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn Fragen sind oder Anmerkungen oder ihr selber irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Fragen werde ich natürlich so schnell wie es geht beantworten. Ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.